Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen auf dem PTU der Alpha 3.17.2. Jawohl, der PTU ist noch online gekommen. Gestern habe ich noch ein News-Video aufgenommen, dass es noch nicht ganz sicher ist und so weiter. Und nun kam er natürlich wie immer zu einer wunderbaren Zeit irgendwann mitten in der Nacht. Danke CRG dafür. Aber egal, wir sind drauf, wir sind dabei. Und es ist natürlich leider wieder Nacht. Ihr wisst, ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir leid, es ist immer random. Und mit random meine ich natürlich, dass es immer Nacht ist. Wir schauen uns in diesem Video die Derelict Outposts an, und zwar die neuen Colonial Outposts. Da gibt es eine Quest, die zeige ich euch mal ganz kurz, die heißt hier Retrieval OP. Die gibt es bei Microtech. Die sieht so hier aus. Ist eine Delivery-Mission und da sollen einfach ein Package von diesem Outpost holen und dann nach Dingsbums bringen. Ich weiß gar nicht wohin, ist egal eigentlich. Ne? Wir wollen eh nur das Wrack, sag ich schon, den Außenposten finden. Irgendwohin sollen wir es bringen. Und ihr seht, das ist gar nicht mal so weit entfernt. Wir sind hier direkt am Spaceport von New Babbage und ihr könntet auch ohne diese Quest dort theoretisch hingehen. Es sind rund 34, 35 Kilometer, wenn ihr direkt über dem Spaceport seid, also nicht allzu schwer zu finden. Die Gradzahl wäre jetzt hier, ja, wie viel Grad sind das? Ja, ungefähr 44 Grad oder so, ne? Roundabout, 43 Grad. Wir fliegen mal drauf los. Ich wünschte, es wäre Tag. Ich wünschte, es wären noch die guten alten Zeiten, wo man durch Server-Switch die Uhrzeit ändern konnte. Das ist aber, ihr wisst es, ja, leider längst vorbei und man muss halt damit leben. Gerade bei Microtech sind die Nächte und Tage immer relativ lang. Das heißt, wenn gerade, und es ist gerade Nacht geworden, also als ich noch hier mich eingeloggt habe auf dem Server, war gerade noch so die letzten Sonnenstrahlen am Himmel zu sehen. Und dann dauert halt wirklich 3-4 Stunden, bis hier wieder Tag ist. Und so lange kann ich jetzt hier auch nicht abwarten. Ist auch nicht schlimm. Wir werden das dann nachher im Livestream uns sowieso nochmal alles angucken. Haben auch noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und dann ist bestimmt auch Tag. Kommt dann gerne rein. Um 15 Uhr werden wir starten auf Twitch. Link ist unten im angepinnten Kommentar wie immer zu finden. Und da schauen wir uns nochmal alles komplett in einem großen Run an, was es Neues gibt, wie das zu spielen ist, wo was zu finden ist, die neuen Wracks, die Posts, die Outposts und die Mission und alles, was eben neu ist, Shops, Geschichte und so weiter. Ich mache bis dahin jetzt einfach diese Let's Show, so wie ihr das immer kennt, dass ihr schon mal so ein bisschen einen ersten Eindruck von dem ganzen Kram habt und ja, schon mal so ein bisschen was sehen könnt. Und ich werde im Laufe der Tage weitere Let's Shows machen, um euch ja letztendlich alle Inhalte von diesem neuen Patch zu zeigen hier auf YouTube. Also lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ja, wir fliegen mal hier rüber. Es ist wie gerade gar nicht mal so weit. Ich habe jetzt hier auf dem PTU kaum Geld. Ich habe kaum Sachen. Es ist, ja, dürfte euch eh nicht gehen, wenn ihr hier drauf spielen könnt. Es ist nicht mehr so, dass man plötzlich 17 oder 20 Millionen hat, sondern es ist sehr, 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 sehr wenig Geld. Hallo Schiff, komm hoch mit dir. Das ist aber wohl gewollt. Das betrifft alle. Sogar die heiligen Evocatis haben fast nichts. Insofern, das ist nichts Ungewöhnliches in dem Moment. Ja, was ungewöhnlich ist, ist, dass hier mein Avenger-Cockpit einfach wieder aufgegangen ist. Geht das eigentlich wieder zu? Mit der R-Taste? Ja, da geht's wieder zu. Es geht immer random auf. Naja, ist auch nicht so schlimm. Vollkommen egal. Wir sind ja gleich am Start. Und ich glaube, es ist trotzdem ganz geil, diesen Outpost mal bei Nacht zu sehen, denn ich habe schon das eine oder andere Bild zugesendet bekommen. Die sind ziemlich nice. Normalerweise auch bei Nacht. Da gibt es nämlich immer so ein bisschen Feuerchen und so weiter. Wir gucken mal, wie es jetzt hier aussieht. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Und dann sehen wir da auf jeden Fall was. Insgesamt gibt es mehrere dieser Außenposten auf Microtech verteilt. Ich mache mal das Licht aus. Ja, da sieht ihr es. Es ist wirklich schwer zu sehen von einer höheren Distanz. Man muss wie immer sehr, sehr nah ran, bis dann die Object-Container endlich mal in der Lage sind, das darzustellen. Und es gibt hier offenbar sogar ein Landing-Pad. Oder was ist das hier? Ja, es sieht so aus wie ein Landing-Pad. Wie gesagt, das sind die Derelict Colonial Outposts. Also das Zeug, an dem es hier schon eine ganze Weile gearbeitet hat. Und die dann speziell auch eigentlich für Pyro dann gedacht sind später. Und warte mal, ich zeige das mal so ein bisschen hier von oben erstmal. Das sind jetzt die Verlassenen, ne? Also die ja zerstörten quasi, die aber noch immer als Base genutzt werden vom einen oder anderen. Und vielleicht sogar hier den einen oder anderen NPC am Start haben könnten. Und ihr seht, wie gesagt, bei Nacht ist halt eine ganz eigene Stimmung. Deswegen ist es gar nicht so schlimm und gar nicht so tragisch in dem Fall, weil natürlich Tageslicht wesentlich lieber wäre. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist das hier wirklich als Landing-Pad gedacht? Ja, ne? Das ist dafür vorgesehen. Ich lande hier einfach mal. Mal gucken. Ja. Ja. Ist quasi versickert und überschneit und so ein bisschen, was sieht man noch? Ist die Frage, lasse ich das Licht an oder mache ich es aus?
Ich glaube, wir sehen genug. Es ist so ein bisschen wie Mondlicht hier drauf. Ich glaube, das ist okay. Es gibt dem Ganzen halt eine eigene Stimmung. Und ich habe hier auch meine, ihr seht schon, Lichtchen sowieso mit am Start. Diese kleinen Knicklichter. Und da dürfen wir auch einiges sehen. Eine Waffe rausholen. Hallo, Tür. So. Ja, der PTU, ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Die FPS sind sehr gut, aber das Server ist wie immer relativ langsam und träge. Man kennt es ja nicht anders. Vom PTU speziell. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Tagen noch verändert und ja, erweitert. So, ich laufe erstmal so ein bisschen im FPS-Modus hier durch, weil ich wie gesagt nicht sicher bin, ob hier irgendwelche NPCs rumhängen. Und da kann ich euch mal schon mal so ein bisschen was zeigen. Dann laufen wir nochmal in das Third Person hier durch. Sind nicht allzu groß, dürften sich aber auch ein bisschen unterscheiden, also je nachdem, wo man eben hingeht. Und es gibt halt jetzt diese hier zum Beispiel im Schnee drin, im Eis. Und dann gibt es auch welche in den aufgetauten Bereichen von Microtech. Generell, die sind alle auf Microtech. Also Microtech ist generell die Location, wo ihr hin wollt. Also nehmt am besten gleich Microtech als, ja, als Spawn-Location. Denn sowohl das Reclaimer-Wrack, was abgestürzt ist, ist hier, als auch die ganzen Colonial Outposts. Oder nicht, also nicht die ganzen, aber soweit ich weiß, die meisten Dinge sind direkt hier. Ja, da könnt ihr euch das alles mal schön reinziehen. Es ist auf jeden Fall, wie ich finde, ganz gut gelungen. Also man kann diese Gebäude erkennen, so wie wir sie früher schon mal gesehen haben, in diversen Let's Shows, habe ich euch schon gezeigt, diese, ja, wohnhaften Sachen, die sie da so gebaut haben, so Richtung Mos Eisley. Dieser Mos Eisley Charakter kommt jetzt natürlich nicht ganz zum Vorschein, weil es halt im Eis ist natürlich und weil es zerstört wurde. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Ruine von einer ehemaligen Base. Und ja, vielleicht gibt es auch ein bisschen Loot. Wir gucken mal so ein bisschen durch, was es gibt. Hier haben wir doch eine... Ist das nicht eine Lootkiste? Nee, das ist... Do not stand. Was ist denn das? Irgendwas zu mitnehmen? Weiß ich gerade nicht. Können wir uns noch nachher mal holen. Ich suche gerade so ein bisschen eigentlich nach Lootboxen. Aber auf jeden Fall haben wir hier offenbar keine NPCs. Wurde aber auch mitgeteilt, dass die NPCs zum Teil broken sein können. Also hat CRG das direkt auch zugegeben. Wir werden das noch sehen. Aber ja, prinzipiell kann ich hier hoch. Ja, cool, das... Ja, das geht aber eigentlich, ja. Das soll noch gemacht werden. Also es soll durchaus sein, dass hier irgendwelche NPCs dann auch am Start sind und Missionen noch dafür kommen. Aber momentan ist das wohl nicht aktiv. Oder funktioniert halt noch nicht, ne? So, das neue planetarische Navmesh gibt ja da die Möglichkeiten, dass man das alles cool machen kann. Insofern habe ich da auch wenig Sorge. Mal sehen. Der PTU wird auf jeden Fall noch ein bisschen erweitert. Es fehlen generell noch ein paar Sachen drauf. Es kommen noch einiges hinzu. Müssen wir noch ein bisschen einfach Geduld haben. Der ist ja erst ganz frisch drauf. Ne? Und guck mal, ihr seht, ich habe jetzt hier verspätet Fallschaden bekommen. Auch interessant. Ja, das ja, der PTU halt. Der PTU... Der lief noch nie richtig perfekt, muss er auch nicht. Ist halt noch Wave 1, ist noch einiges an Bugs drin. Und ja, muss auch noch ein bisschen chillen. Er wird auch dann wahrscheinlich dann schon bald Wave 2, Wave 3 kommen. Ich war eh überrascht, dass sie jetzt überhaupt kam. Ich bin davon fest ausgegangen, dass sie das Ganze erst mit nächster Woche bringen werden. Mal gucken, ob hier Loot irgendwo drin ist. Nö. Ist das eine Lootkiste? Nee. Nee, alles kann Loot. Kommen wir hier vielleicht hoch? Ja, hier kommen wir hoch. Mal so ein bisschen umschauen. Aber hier kann ich nicht drüber laufen, ne? Doch. Guck mal einer an. Okay. Das war nicht geplant, aber hat funktioniert. Gut. Hier ist auch nochmal eine Lootkiste. Sehr gut. Hier ist nochmal Loot. Das kann ich aber nicht mitnehmen, ne? Push. Nee, das kann ich höchstens irgendwo hindrehen. Um irgendwo... Ja, wahrscheinlich, um da hochzukommen, ne? Warte mal. Nein, ich wollte das nicht carryen. Wegstecken. Ach. Push. Schieb das mal hier so rüber. Wobei, viel kann ich nicht schieben. Warte mal, Außenansicht. Ja, nun, das ist natürlich sehr praktisch, dass hier solche Kanten sind. Aber ich denke mal, ich komme trotzdem... Also hoch komme ich. Ist da was? Wir gucken mal mit der Außenkamera. Irgendwas oben? Nee. Vielleicht kommt man da irgendwie hoch mit dem Ding, aber eigentlich kannst du es da nicht hinschieben, weil da unten diese Kanten sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir einige Kisten zu mitnehmen. Was auch immer die bringen. Die, warte mal, da, die sind zum Draufsetzen. Das ist ja auch geil. Okay. Ist die auch zum Draufsetzen? Also haben wir wirklich nur die eine da hinten? Ist ja interessant. Okay. So, was haben wir hier? Kommen wir da vielleicht rüber? Yep, kommen wir.
Aber viel machen kann man jetzt hier erstmal noch nicht. Gut, es fehlen natürlich die NPCs, ist klar. Hier kann man auch alles nicht mitnehmen. Kann man alles nicht irgendwie anfassen. Ja. Wir werden mal sehen, was dann die Missionen dazu sagen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier nur so eine Delivery-Mission. Das heißt, ich kann jetzt hier dieses Package da mitnehmen und kann die abschließen. Und dann auch im Ruf entsprechend bei der Fraktion steigen. Welche Fraktion ist das eigentlich? Habe ich euch das schon gezeigt? Das müsste diese, diese Northrock, genau. Northrock Service Group. Die wollen gerne das Zeug haben. Und übrigens hier, in der Quest steht es auch drin. Warte. I expect that the outlaws are going to put up a fight, but just remember that they aren't the priority. Ne? Also das heißt, hier sollten eigentlich auch Gegner sein, es sollte ein bisschen herausfordernd sein. Gut auch möglich, dass die per Dropschiff kommen, ne, aus dem Himmel heraus plötzlich, wenn du hier eine Weile bist. Aber wie gesagt, aktuell ist das eh alles ein bisschen broken noch und ist es aktuell nur eine Kulisse. So, jetzt gehen wir ein bisschen in das Third Person durch und ich finde, was wackelt denn die Kiste hier? Kann man die mitnehmen? Ich kann man die irgendwie... Ich habe halt keinen Traktorstrahl. Das ist das Problem. Man kommt auch nicht hoch da. Die wackelt so ein bisschen. Ja, ist auch noch einfach bugged. Naja, egal. Ehe nochmal ein bisschen in der Third Person hier durch. Ihr könnt ja mal eure Sicht zu diesen Colonial Outposts, Derelicts in die Kommentare schreiben. Es wird sich halt zeigen, wie gut das Gameplay dann hier ist. Ne? Es ist halt einfach erstmal eine neue Location. Hier wackelt generell alles. Es ist erstmal nur eine neue Location. Ich finde, sie sind auf jeden Fall gelungen. Die machen Spaß, sich anzusehen, sind gut umgesetzt, rein optisch natürlich. Und da muss man halt mal sehen, wie dann die Quests darin laufen, wie die NPCs darin funktionieren, ob die dann hier auch so ein bisschen Deckungsspiel machen und so. Oder ob eben sogar Dropschiffe kommen, von denen die hier wohnen, sozusagen. Ne? Und natürlich auch, was es dann für Loot gibt. Also, ne, jetzt hier aktuell keine Lootkisten, gar nichts. Nur diese eine Box, die ich theoretisch mitnehmen könnte. Aber sonst eigentlich hier ist nichts allzu Spannendes mit dabei. Guck nochmal, ob wir hier noch irgendwo eine Lootkiste haben. Nee, ist aber auch nichts. Ich finde es schade, das sage ich, ich habe das schon immer wieder gesagt, bei irgendwelchen Wracks oder bei sonstigen Sachen, die man in der Open World so findet, wieso gibt es hier keine SCU-Container, die man mitnehmen kann? Ne? Also das könnte doch ein cooles Versteck von irgendwelchen Piraten sein, angenommen, ne, wenn die auch spawnen. Die dann hier einfach, ja, solche SCU-Container haben mit Agrizium oder was weiß ich, mit irgendeinem wertvollen Zeug, mit Drogen vielleicht oder ähnlichem, wo man dann diese Fracht wirklich in SCU-Größe mitnehmen kann, mit einem Traktorstrahl ins Schiff rein. Das wäre halt cool. Da kannst du nämlich hier schön Exploration machen, ein bisschen plündern, kannst dich daran ein bisschen bereichern. Das würde ich stark finden. Ich finde es immer wieder nervig, dass die ganzen Kisten, die hier so rumstehen, alle nicht funktionieren, dass die nur Kulisse sind. Geht die eigentlich? Ja, die kann ich zum Beispiel mitnehmen. Was ist denn das? Steht das irgendwie drauf? Consumer Goods. Das ist auch wieder irgendwelcher wertloser Schrott wahrscheinlich. Ich pack's mal ein. Und dann im nächsten Video nochmal verkaufen. Ich nehme es mal mit. Beziehungsweise... Ach nee, das ist das Package, ne? Das ist das Package, was ich mitnehmen soll. Ich hole nochmal die andere Kiste. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt so ein bisschen Verschwendung einfach von Ressourcen, dass man die Kisten, diese größeren Kisten, die hier rumstehen, nicht mitnehmen kann. Ich meine, die ganzen Schiffe haben ja Frachtraum. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Ich hoffe das aber auch schon seit bald 2 Jahren und bin immer wieder enttäuscht, wenn dann diese Kisten überall rummischen und nicht interaktiv sind quasi. Aber naja, es ist halt auch eine Alpha. Man muss halt Geduld haben, man muss warten. Vielleicht ist das dann was, was mit dem Cargo Refactor online geht. Wobei ich nicht glaube, dass alle Kisten generell irgendwann mal interaktiv werden. Ich hoffe das natürlich, aber... Na, zum Beispiel hier, diese Treibstoffdinger. Das ist, ich weiß nicht, was das genau ist, irgendwelche Fässer halt. Da können doch Hydrogen drin sein oder irgendwas anderes. Irgendwas, steht hier nicht sogar drauf? Flammable, ne, steht nicht drauf. Irgendwelches wertvolles Gas oder so, irgendein Edelgas mit, dann zum Mitnehmen und so weiter. Ja, das würde ich halt stark feiern. Naja. Aber werden wir alles sehen. Mit 3.18 wird es da bestimmt noch ein bisschen mehr geben. Ich hoffe das jedenfalls. At CIG, ja. Mehr Loot. Mehr Frachtloot vor allem. Und ich suche gerade mal die andere Kiste. Wo war denn die jetzt? Wo war die andere Kiste? War doch hier irgendwo. Kann ich das hier mitnehmen? Guck mal, das kann ich mitnehmen. Was ist das? Food. Perishable Foodstuff. Das ist also irgendeine Essenskiste. Okay. Ja, nehme ich mal mit. Ich habe keine Ahnung, was es wert ist. Vermutlich nichts, wie immer. Ein paar Alpha-UEC, eine Handvoll Alpha-UEC, ist das meistens nicht.
Aber es schadet ja nicht. Wir können es ja mal probieren nachher. Ich will euch dann nachher sowieso mal die Shops zeigen. Es gibt nämlich ein ganz nettes Shop-Update. Und das schauen wir uns dann einfach im nächsten Video an. Und ja, gucken mal, was das dann hier wert ist. Können wir dann direkt das für euch verkaufen. Ja, schreibt mal eure Sicht zu diesem Colonial Outpost in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, spätestens dann um 15 Uhr auf Twitch mit dem Livestream zur Alpha 3.17.2. Denkt dran, wir haben auch heute unser Musk Expense Giveaway mit LTI. Ja, doppelte Stars sind sowieso aktiv und dann schauen wir uns alles gemeinsam an. Wird auf jeden Fall richtig cool. Und wie gesagt, ich guck mal, wie viele Let's Shows ich bis dahin noch hinbekomme von den neuen Inhalten. Also gerne, wie gesagt, dann nochmal reinschauen auf YouTube. Bis dahin und ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for. Does the sun go down on the